Ein Blick auf die Außenanlagen zeigt uns den ersten Hockeyplatz der Türkei, angebunden an zwei Multisportfelder und die Beachvolleyballfelder, die sich ebenfalls hier draußen befinden. Jetzt sind wir hier an der Wasserfläche, an dem Aquatic-Center der Gloria Sports Arena. Hinter mir der Spring- und Wasserballpool. 20 x 30 Meter Wasserballfeld ist kein Problem. Wir haben im Springbereich eine Bubble-Anlage, also hier Soft-Air. Wir können also hier auch richtig gut trainieren. Rechts von mir der 10 Bahnen 50 Meter Pool, komplett Olympic equipped, also mit Omega-Zeitmessung vorhanden, einer großen Anzeigetafel. Das Ding ist geheizt momentan auf 26 Grad, im Sommer auch kühlbar. Wir haben eine Indoor-Anlage noch mit 50 Meter Pool. Wir haben einen Recreation Pool und einen Aquafitness Pool dazu, sodass wir hier also für die Wassersportler alles bieten können. Für Mannschaften, die Teambuilding machen wollen, haben wir hier eine Boulder- und eine Kletterwand. Genauso natürlich stehen Mountainbikes für Ausflüge ins nahe Taurusgebirge zur Verfügung. Man kann also komplett mit seiner Mannschaft sich hier vorbereiten. Ein weiteres Herzstück der Anlage ist die Leichtathletik. Hier sind wir auf dem Leichtathletikplatz. 8 Bahnen, komplett equipped mit Polytan Speedbelag. Und natürlich alles da, Weitsprunganlage. Hinter mir seht ihr den Werferplatz. Hier mit unserem Werferdach, Diskusanlage, Kugelstoßanlage, Speerwurfanlage, Hammerwurf, alles da. Und sodass separat von den Läufern hier auf dem Werferplatz trainiert werden kann. Eine Indoor-Anlage ist ebenfalls vorhanden mit komplett vorinstallierter Zeitmessung, sodass ich hier Sprints, Endzeiten, Beschleunigungen alles messen kann.